Es war halt irgendwie lustig. Funky schreibt mir dann noch so ein nettes Manöver. Also das müsste eigentlich der neue Bei Support Rogue können. wäre Unsichtbarer sehen können. Qualität, Nachladen. So, ich nehme mal das. Ich bin weg. Wohl, nee. So. Die gute Gogone. Ich muss die Netzfalle halt skillen. Deswegen Standard-Skillung und ich glaube, wir nehmen mal die Fähigkeitsreduktion. Also Leute, ihr könnt wetten. 99,6% aufs Monster, ihr seid crazy. Ja, der Silberdrache setzt doch noch mal auf die Jäger. Alles klar. So, dann bin ich mal gespannt. Gorgone ist ja immer so ein Ding bei mir. Der gute Klabostermann. Wetten sind geschlossen. Wir haben Blitz Markov, Roguewell. Oh, fast ein Dingens-Team. Das sind fast nur die Variationen. Krass. So, wir kriechen diesmal hier hinten lang. Ich hoffe nicht, dass Exe wieder meine Gedanken lesen kann. Sie haben Griffin, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber sonst fast nur Variationen. Alle drei Variationen: Roguewell, Blitz Markov, Tech Sergeant Hank. Und dann halt der gute alte Griffin mit seinem Pornobalken unter der Nase. Oh, nice. Scheiße, die sehen mich doch. Haben die mich gesehen oder nicht? Konnten mich doch eigentlich gar nicht übersehen, oder? Ich habe ein bisschen Angst, dass sie sich unsichtbar gemacht haben. Okay. Mir gern den Free Snack hier drin gönnen. Du machst mir keinen Schaden. Scheiß Donnervogel. Kann doch nicht angehen. Und Grand Sword ab. Okay, ich weiß, wo ich hin will. Und evolven. Ich bin extra hier unter. Oh, scheiße, ich bin ja gar nicht hier unter. Kacke. Ich hoffe, dass Tech Sergeant Hank halt jetzt keine Faxen macht und irgendwie auf mich schießt oder so.
Komm schon. Und hier weg. Und weg hier. Okay, die Begegnung haben wir echt gut überstanden. Muss man ja mal ehrlich sagen. Da haben wir uns gut angestellt. Eine gute Safe. Wollte mir die ganze Beute nicht entgehen lassen, die ich hier vorhin erlegt habe. Und weg. Okay, Echse macht Schaden. Das finde ich nicht cool. Boah, fast. So, ich bin dann mal weg, ne? So, ich würde gerne den einen da oben kaputt machen, falls er da noch ist. Nö, haben sie gar nicht mehr hier, okay. Schleichen brauche ich eh nicht. Ist nicht so wichtig eigentlich. Und abhauen. So, wieder was schnabulieren.
Ich müsste halt nur, einzige Fehler, den ich halt jetzt bisher gemacht habe, ich habe noch keinen Strike kassiert, weil ich sehr defensiv gespielt habe. Muss man einen Strike raushauen für die Leute. Sonst wird das nachher im Relay schwer. Scheiße, ich hab schon wieder diesen Bug, dass ich meine Rüstung nicht sehe, oder? Ist doch nicht wahr. Wieso kriege ich diesen scheiß Bug immer? Es ist so ätzend. Ich habe keinen Plan, wie hoch meine Rüstung noch ist. Und wir hauen ab. Puh. Na, wir wollen jetzt auf jeden Fall evolven. Müssen wir auch. Ich würde sagen, ich evolve da unter dem Dome. Unter dem Dome, was ich erzähle. Hier drin. Hier können sie mir zumindest nicht den Strike in die Fresse schleudern. Moin, Peter Maffei oder Mfei. So, Meditation. Ich push die mal. Und das Gift. Ups, sorry, bin gegen mein Mikro gekommen. Ätzend. Okay, ich hau ab. Ah, der Bug ist weg. Nice, der Bug ist weg, Leute. Weil ich evolved bin wahrscheinlich.
Vögel ignorieren mich, das bringt mir echt wenig. Aber besser als gar nichts. So, und dann müssen wir das Relay angreifen. Langsam, aber sicher. Kein Ding. Ich würde gerne wieder unter dem Relay angreifen. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Position. So, komm, Echse, erstmal hauen. So, da kommt wieder eine neue hin. Und der gute Safe muss ja irgendwo landen, ne? Okay, warte. Panzerung ist down. Okay, zwei Leute werden hier gerade geraped. Okay, weg hier. So, und was fressen. Jetzt ist meine Rüstung nämlich weg. War ein schöner Angriff. Alter, du scheiß Kackvogel. Mammut Bird, ey. Wir haben guten Schaden gemacht, auch mit dem Mimic. Ich hab den jetzt mal ein bisschen geskillt, weil ich den sonst selten skille und ich wollte den mal ein bisschen probieren. Oh, jetzt mache ich den Goro und verlasse die Map hier gleich. Okay. Jetzt auf jeden Fall ein schöner koordinierter Angriff und dann läuft das, glaube ich. Der denn den Laser jetzt dahin? Okay, das war richtig schlecht. Sorry, wenn ich das so sage, aber... Na komm hinter mir her, Hexe.
Gut. Komm, danke. Greift er mich an. Was? Komm! Der hat doch gesessen. Das Böse. Hilft aber niemandem so richtig eigentlich. Ah, komm weg da. Okay, und Angriff. Weg da! Da ist der Blackhawk down! Okay, und wir hauen ab. Ich muss abhauen. Viel Schaden genommen, ist aber nicht wild. Guck dir den an. Okay, volle Rüstung. Der nächste Angriff wird jetzt stattfinden, Leute. Und wenn sie da vorne campen, werde ich einfach mal von dieser Seite kommen. Okay, da ist die Rüstung weg. Alle auf einem Haufen, das ist immer schön.
Wieso kann ich Exe nicht in den scheiß Schleichangriff reinkriegen? Das ist so unlogisch. Oh, wie schnell hat er den denn wieder? So, die sind jetzt alle aber ohne Rüstung. Das ist immerhin schon mal etwas. Exe tot. Okay. Also auch mit der alternativen Skillung sind wir hier siegreich. Nice, gut gemacht. Aber das Problem. Ja, ich habe diesmal mal eine andere Skillung probiert. Ich habe mal mit dem Mimic gespielt. Ich habe den gemaxt. Am Anfang war es eher so, da bist du down vom Weiten. Es ist eigentlich ziemlich gut, den aus der Nähe zu machen. Ja, eben gerade, ne? Das war gar nicht mal so schlecht, wo ich kurz in den Stein und dann so um die Ecke rum. Aber die Minen kannst du damit auch schön kaputt machen. Das ist wahr. Ich habe dank dir den ersten Stern mit Griffin, der ist voll. Ich habe die Netzfalle und den Mimic gut geskillt. Mit der Netzfalle habe ich 16.000 Schaden gemacht. Die habe ich fast nur benutzt, weil ich die skillen muss. Ich werde, glaube ich, ewig brauchen, bis ich die Heilungscharaktere weitermache, weil heilen kann ich gut, aber Schaden mache ich nie. Säure sogar nur 6.000 Safe, war die schlechteste. Wow. Selbst der Mimic hat 8.000. Ja.